Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja, wir schleichen uns hier durch. Ich habe noch einen Pilz, den muss ich mal eben essen. Wollte jetzt aber eigentlich nicht so einen leer machen. Pfeile haben wir genug, das passt. Ihr seht auch hier, ne? Yeah, super Grafik jetzt alles. Kann auch noch mal eine zünden. Dann haben wir ja schon mal 90 Gesundheit, das ist ja Hammer. Ja, jetzt bin ich auch genau am Hafen. Das ist natürlich ganz groß. Sie ist auch gleich langsam duster, wie es ausschaut. Ich denke einfach mal, wir werden mal Gas geben, ne? Was soll man sonst machen? Fässer stehen hier überall rum. Ja, ich habe mich gerade gefragt, wo ich Patch Notes mal kurz überflogen hatte. Hey, endlich zwei Squab im Fass. Warum das Ganze nicht schon vor 4 Wochen? Also. Nein, erst zum Release. Warum auch immer. Ihr seht, es ist dunkel. Ja. Ach, du ahnst es nicht. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Ja, aber guck mal, warum... Verstehe das nicht. Warum knallen die sich hier so eine Butze hin? Hier ist doch nichts, hier ist doch tot. Bis zur Straße läufst du ewig, du hast nur den Hafen hier. Ja, genau, mein Freund. Ja, warum gehst du auch in eine Hocke, Junge? Was ist los? Was? Sollte ich dich kennen? Nee. Ich dich? Nee, ich glaub, du sollst mich auch nicht kennen. Ja, siehste. Ernsthaft oder was? Echt dein Ernst oder was? Mann, es ist Rust, Mann. Tut mir leid, aber... Ja, natürlich ist es Rust. Aber ich hab nichts. Du hast eine schicke Steinspitzhacke. Ja gut, dann nimm dir das mal und... Nee, das kannst du dir schenken. Nee, das brauchst du nicht. Nee. Ja, da hast du deinen Worten wohl Lügen gestraft, hä? Ja, csgoempire.com, Henrys. Du bist kein Assi? Ja. Brauche ich ja nichts kommentieren, ne? Ja, er ist auf jeden Fall einer der tapferen Leute, die da schön in dieser viereckigen Base wohnen und die ganze Zeit den Hafen looten gehen. Ja. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, wo seine Bude steht. Bin ich mir ziemlich sicher. Dein Ernst oder was? Musst du 500 Mal schlagen, um 2 Mal zu treffen oder was? Denke mal, du bist der Kollege von dem anderen Helden, oder? Wir sehen uns noch wieder, mein Freund. Algarobo. Ach schön, guck mal, jetzt bin ich ja an der anderen Seite. Das sind auf jeden Fall die Experten hier. Ja, werde ich mir mal vermerken. Wir werden mal sehen, was daraus noch werden wird. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das deren Bude ist. Weil die beide da in der Nähe waren.
Kann man natürlich dann nochmal abchecken. Ja. Wie gesagt, ich bin auch einer, der Rust als PvP sieht, aber ja. Ich meine, er hat sogar erst gequatscht, sonst hätte ich weitergefightet. Ich dachte halt jetzt, er wäre irgendwie, also nicht der Zweite. Der Zweite hat sofort Attacke gemacht, das ist in Ordnung. Ist zwar assi, wenn er auf den Nacken geht, aber hey, setz Rust. Die Idioten gibt es mehr als genug. Aber der andere, ja. Ich dachte halt, keine Ahnung, er wäre jetzt ein bisschen freundlich, aber nein. Er quatscht halt nur, um dann auch die Leute zu verarschen und dann hätte er einfach weitergekämpft, hätte mich getötet, wäre alles gut gewesen. So war es ein bisschen assi. Ich sehe gar nichts, Leute. Die Sache ist, wenn ich jetzt hier rüber schwimme. Es ist Nacht. Es ist kalt. Also hinten sollte ich eventuell rüberlaufen können. Probier's mal. Ja, da ist er schon Feuer an, ey. Ach komm, scheiß drauf. Ja, ist ja richtig. Das ist Rust. Trotzdem muss man sich halt nicht verhalten wie ein Assi. Das ist aber gehört nun mal einfach so. Aber jeder, wie ich auch schon in den Kommentaren oft genug geschrieben habe, Rust soll jeder spielen, wie er meint. Und wenn er meint, er muss einen auf Assi spielen, dann muss er einen auf Assi spielen. Sich aber dann so zum Affen zu machen, wenn das einer aufnimmt mit, ach ja, ich will ja kein Assi sein und ja. Hast du dich definitiv ins eigene Fleisch geschnitten, was ich hier gerade mache auch. Ich habe eigentlich gedacht, ich schwimme jetzt 2 Meter und dann bin ich drüben, aber irgendwie ist das hier alles ein bisschen weiter, wie ich dachte, oder ich schwimme die ganze Zeit vom Felsen. Das kann natürlich auch sein, weil ich nichts sehe. Wir gucken mal, ob wir hier hochkommen, weil da sieht es ja ein bisschen heller aus vom Mond. Können wir mal die eine Bandage gönnen. Aber ist doch schön, ne? Wenn man gleich am Anfang hier gleich wieder alle Klischees von Rust bedienen kann. Immer wieder schön. Und ja, Leute, es soll kein Rumgeheule sein. Ich bin der Letzte, der irgendwie rumheult, wenn er getötet wird. Das sollten zumindest die wissen, die mich schon länger gucken. Wenn sich aber so Leute wie, ja, wie Assis verhalten und dann noch behaupten, sie sind keine Assis, ja. Da müsst ihr damit leben, wenn ich dazu ein paar Sätze verliere. Und wie gesagt, der Zweite, ja, mein Gott. Da brauchst du dich gar nicht drüber aufregen. Es gibt immer Leute, die auf alles und jeden draufknallen. Und der war auch eine Wurst, habt ihr gesehen. Der hat erstmal 200 Schläge mit dem Ding gemacht, bis er uns überhaupt mal getroffen hat. Und hätte ich nicht versucht, noch gleichzeitig mal ein Mausrad zu drücken, dass ich labern kann, hätte er wahrscheinlich auch nochmal 3 Schläge mehr gebraucht, bis er uns getroffen hätte. Schön. Ja, wie gesagt, setz Rust. Ja. Bin hier im tiefsten Wald, ich sehe gar nichts. Es ist Nacht, ich mache einen Cut. Ich werde jetzt hier einfach gucken und versuchen, ein bisschen Holz zu hacken. Also in diesem Sinne, sehen wir uns, wenn es hell wird, wieder. Ob wir da noch leben, ist eine andere Frage. Wir werden sehen, bis dann. Servus Leute, da bin ich wieder. Ja, ich mache hier gerade den 3. Baum. Hab gesehen, ich glaube, wir haben hier direkt so ein komisches... neues Monument vor der Nase, oder?
Gibt's auf jeden Fall ein Wasserfass. Wäre schön, wenn hier auch nochmal eine Flasche wäre, Junge. Gut, bringt uns nicht weiter. Da vorne war mal ein Pilz. Der bringt uns gerade weiter. Hey, endlich mal hier drei Pilze am Stück gefunden, ne? Da ist schon wieder eine Butze. Ach, hier ist alles voll mit Buhnen. Unglaublich, ey. Es ist ein Wunder, dass ich die Nacht überlebt habe. Ist klar, dass hier auch eine Bude drin ist. Naja. Und vielleicht ist es dann auch anders aus. Zumindest aus der Entfernung. Hier ist ein Stoni. Natürlich auch direkt hier alles an der Base. Ist natürlich auch super. Gut. Ist wie es ist, ne? Mein Gott. Ernsthaft? Boah, ey. Boah, da vergeht mir gerade alles an diesem Gestein hier. Meine Güte. Leck mein Arsch. Ja, ganz groß, Junge. Yeah! Yeah! Ihr seid die geilsten, Leute. Yeah! 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 Ganz großes Kino. Bin stolz auf euch, Jungs. Yeah! I live off you, boy. No way. Yeah, yeah, yeah. Come on, give it. Yeah, yeah. Ach, Junge. Allah. So eine Späßchen brauchst du gar nicht anfangen, ey. So. Ja, und ihr seht schon das Problem. Ich komme erst gar nicht um die war auch schon alles dicht. Also. Ja. Wir werden jetzt knallhart Kamikaze machen. Das bringt ja, hier ist ja auch alles zugebaut, habt ihr gesehen. Es bringt mir auch nichts, jetzt hier irgendwo total abseits mich da irgendwo hinzufriemeln. Ich werde mal alle Hoffnung auf Schnee setzen. Man muss ich natürlich auch wieder die Richtung, obwohl ich laufe jetzt schon ganz gut. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Ich muss gucken, dass ich immer Stoff finde und mir direkt Schlafsäcke lege. So, dass ich halt immer weiter ins Landesinnere komme. Beziehungsweise einmal ganz über die Karte komme. Weil... Oh, da steht schon wieder ein Nackter. Oh, der steht nur. Wenn hier schon so viel
Butzen stehen. Und wie es da hinten wahrscheinlich auch nicht anders aussehen, aber. Hallo. Hallo. Sag mal kurz eine Frage. Bitte. Wie kann man eigentlich Steine aufsammeln, weil man kann die gar nicht mit diesem Stein im Land abbauen. Doch, kannst du. Du musst nur Stein nehmen. Das ist ja ein Sulfurstein, den du da gerade hast. Du musst hier so einen weißen nehmen. Muss man diese Steine hier abbauen, oder? Ja, genau, den weißen hier. Also nicht diese kleinen Mini-Brocken. Ah, okay. Vielen Dank. Ja, nicht zu danken. Jo, unser Street. Natürlich ganz schlecht. Will ich auch gar nicht. Gehe jetzt hier gleich rechts weg. Ja, wie gesagt, jetzt nochmal einmal Stoff. 30 sollten reichen. Man braucht ja kein Holz mehr und sowas. Ich werde jetzt hier auch gar nichts. Es macht ja keinen Sinn, jetzt hier erst wieder auf den Bogen zu gehen und Pilze, klar, da soll nicht verhungern. Wo wir wahrscheinlich eher vorher getötet werden, bevor wir verhungern. Schön wären jetzt hier nochmal 10 Stoff gewesen, aber sieht schlecht aus. Ja, was ich die ganze Zeit sagen will, ist, wenn ich mich jetzt hier irgendwo am Anfang am Airfield hinbaue, warum soll ich mich dann da hinbauen, wenn da genauso viel los ist, dann kann ich auch gleich weiter rennen und mich irgendwo hinbauen, wo es später dann eventuell noch Sinn macht. Wo wir dann morgen nochmal was reißen könnten. Ob das klappt, ist auch eine ganz andere Frage. Also es kann echt sein, dass wir nur für Fresse kriegen werden. Komm, gib mir noch einmal Stoff jetzt hier, ey. Und hier wollen wir doch schon mal so Mitte der Karte. Mich da in Schlafsack legen könnte, wäre schon mal ganz geil. Von da aus könnte man nämlich dann in... Na super. Verschiedene Richtungen. Da hinten steht armer Stoff. Mal gucken, ob wir es schaffen bis da. Habt ihr gesehen, da lag auch schon Schlafsack. Butze, Butze. Komm, lass mich wenigstens erst einen Schlafsack hier irgendwo hinballern. Bevor wir da weggeknallt werden. Ja, das wird jetzt meine Taktik sein. Ja, wir werden mal hier reingehen. Schneekuppel ist jetzt nicht so meins, aber lohnt sich natürlich auch. Klärwerk. Ja, hier wird natürlich wahrscheinlich gut was los sein. Gerade auch Militärtunnel. Wüste da hinten am Kraftwerk. Ich mag ja das Kraftwerk eigentlich ganz gern. Aber gut. Brauchen wir uns hier auch gar kein Hackmack machen. Wüste mag ich halt nicht so. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen ausschaut. Aber da ich ja hier gerade alleine mich durchschlagen muss, haben die halt auch einfach nichts mitzureden. Ich kann sich dann morgen ärgern oder wie auch immer. Aber wie gesagt, wir könnten ja morgen nochmal umziehen. Also sollten alle Stricke gleich reißen hier irgendwie. Dann werde ich echt nur am Rand irgendwie eine kleine Butze hinstellen, wo wir Ruhe haben, dass ich da einfach dann vielleicht ein bisschen was zusammengesammelt kriegt, dass wir wenigstens morgen alle da spawnen können und jeder einen Bogen hat. Wenn ihr euch das hier aber anschaut, was hier schon rumsteht. Aber ganz normal halt nach einem Tag, muss man auch sagen. Gerade auf dem Server hier, was hier nochmal genug Gruppen rumrennen.
Da unten haben wir auf jeden Fall Stoffen stehen. Da haben wir auch noch eine Menge Stoffen stehen. Kannst du direkt schon mal den nächsten anschmeißen, ja? Alles, was rumliegt, nehmen wir natürlich mit. Ihr seht ja, es heißt ja auch nicht, dass jede Butze hier aktiv ist. Ich meine, ich habe jetzt nicht geguckt, aber hier werden trotzdem noch an die 200 Spieler sein. Gut, schauen wir mal, wenn wir hier hochkommen. Dann werde ich auf jeden Fall oben auch einen hinlegen. Ja, ist halt so meine Taktik, wie wir können natürlich mal eben, wir haben sogar 150 Holz. Kann ja auch mal ein Campfire machen hier. Und wie man sich halt so über die Karte arbeiten kann. Guck mal, hier oben wäre sogar ein Tier, ey. Das ist, glaube ich, das erste Tier, was ich sehe. Unglaublich. Da ist ein Stein, da ist ein Stein. Minus 11, geht der noch? Er fehlt. Gut, wenn man sich irgendwo hinbauen würde, hätte man natürlich Airfield, Straßen direkt, Klärwerk, Satellitenschüsse, Kuppel. Da unten steht natürlich auch schon eine Butze. Aber wenn, dann will ich eh hier so hin. Q19 wäre ganz geil. Ist halt die Frage. Ja, ich werde mal hier noch oben auf dem Gipfel mal gucken, ob ich da einen Schlafsack legen kann überhaupt. Hoch auf dem Berg. Hier bei den Blümchen. Ich mir fast gedacht, dass ich hier nichts legen. Oh, doch, hier hat er mir gerade angezeigt. Ja, komm. Lass mich schön auf dem Gipfel. Nenne ich sogar mal Gipfel. So. Hier war auf jeden Fall eine gute Sicht. Ja, ihr seht, also so weit ist sie dann auch nicht mehr vom Klärwerk aus. Deswegen, wenn man echt hier so... Ja, hier. Q19, P20 rum, das ist auch nochmal ein Berg hier irgendwie. Hätte man zur Kuppel nicht weit, da ist auch nochmal ein Hafen, Straße, Klärwerk. Hier hätten wir natürlich Airfield, ist natürlich auch nicht so verkehrt. Ja. Gut. Ja, wie gesagt, sammeln werde ich jetzt nichts. Wir haben 80 Stoffen, wir können uns auf jeden Fall nochmal ein Dingens machen. Dann können wir uns ja auch ein bisschen was zum... Anziehen machen. Was mache ich denn? Das ist ein Oberteil, ne? Ja, dann machen wir noch eine Hose hinterher. Das wundert mich, dass da auf dem zugefrorenen See keine Sau wohnt. Ja. Ist doch gar nicht so ein schlechter Spot, oder? Weil es hat Schnee, ne? Ja. Gut für uns, sag ich mal. Aber wir gehen mal die Richtung auf jeden Fall. Gut, Bäume technisch sieht es echt kahl aus, ne? Im Schnee. Das ist auch neu. Oder die haben, oder die bauen sich erst auf, wenn wir näher dran sind. Das kann natürlich gut sein. Schauen wir mal. Da links ist eine Butze.
Vielleicht ploppt da ja auch noch einer auf dem See. Ja, und gib mal Gas, Junge. Na, nicht hier rumtrödeln irgendwie. Hier sind auf jeden Fall Tiere, was schon mal ein gutes Zeichen ist, dass hier vielleicht nicht ganz so viel los ist. Sind natürlich auch wieder im Schnee. Ich weiß nicht. Schnee mögen die Leute ja nicht so. Warum auch immer. Oh nein. Lass uns nicht, der Bär tötet uns, ey. Das ist ein verkackter Wolf. Boah, hat er uns nicht gesehen? Hohohoho. Aber ihr seht schon, ne? Viele Tiere. Meist wenig Spieler. Behaupte ich jetzt einfach mal. Bäume hätten wir da nur direkt am Airfield. Das ist natürlich ein bisschen... bisschen shitty. Ach, das wollte ich doch sagen. Das hätte mich auch stark gewundert, wenn da keine Base gewesen wäre. Aber alles nichts will, das setzt sich alles in Grenzen, was ich hier so sehe. Denk mal so, alles Dreiergruppen. Hier ist auch was, das ist aber schon zerfallen. Was euch gewählt ist komplett. Ah, ist noch eine Holztür drin. Hätte man da Dinge auch übernehmen können. Tja, hier wäre mein Q19. Gar nicht schlecht, der Spot hier. Schade. Ja, ich werde mal hier nochmal einen Schlafsack legen. Hier hätten wir noch ein bisschen Holz, wie ihr seht. Und natürlich nochmal eine Bude. Ich weiß nicht. Ob ich jetzt zwei schon hatte? Ich glaube ja, ne? Gut, jetzt haben wir natürlich erstmal keinen Stoffen mehr. Aber jetzt sind wir natürlich schon mal ein Stück weiter hier. Ohne Butze auf dem Felsen. Hier eine Butze, also. Bauplatzmäßig, ne? Ja, nur auf Dingen zu setzen macht natürlich auch keinen Sinn. Du musst schon irgendwie. Ja, hier könnte man sie natürlich auch hinballern. Ja, da wird natürlich auch richtig was los sein. Hier wäre natürlich auch richtig geil. Kraftwerk, Militärtunnel und jetzt der Ding ist gleich um die Ecke. Aber ich denke, da sieht basentechnisch nicht viel anders aussehen.
Ja, wie gesagt, also bitte hier Sinn machen. Gerade Kuppelhafen, da ist die Straße, die geht zum Airfield rüber, das ist eigentlich ganz cool. Und hier kann die Straßen auch noch weitergehen, also da wirst du auch immer Action haben, gar keine Frage. Ein Problem ist hier, ist natürlich spottechnisch, ja. Ihr seht's ja. Jetzt wollte mir sagen, da oben steht ein Airdrop oder was? Oder was haben die da hingestellt? Da unten läuft einer. Ein Bauschrank, was das ist, oder was weiß ich. Und er läuft wahrscheinlich sogar zu der Butze da. Ne? Ja, man könnte natürlich immer noch hier so sagen, dann hätten wir noch Klärwerk, Kuppel. Und da hätten wir auch ein paar Bäume da hinten stehen. Sind sogar zwei, die da rumrennen. Ja, da können wir nochmal hingehen, falls wir da hinkommen. Und dann könnte man halt nochmal Richtung Wüste abbiegen, nochmal da gucken. Wo man sagen muss, hier ist ja wieder weniger Straßen, ne? Das ist ja echt nur die eine. Also hier jetzt straßentechnisch hast du hier natürlich die Qual der Wahl dann. Und soweit ist es ja von, wenn wir uns jetzt hier hinbauen, zum Dingens auch nicht zur Raketenbasis. Das geht. Jetzt Kuppel, Klärwerk. Okay, hier noch mehr, aber ah, da wird wahrscheinlich auch alles belegt sein. Aber wir gucken mal. Das Problem ist natürlich morgen dann, ich weiß nicht, ob wir dann zu dritt sein werden, vielleicht. Ich weiß es nicht. Der Wolf wollte auf jeden Fall kommen, dann der andere Bote auch, kommt auch auf jeden Fall, soweit ich das weiß. Und also drei sollten wir sein. Ob der Natrixer fit sein wird, werden wir sehen. Denke wahrscheinlich eher nicht, wenn es den wirklich schlimm erwischt hat. Aber weiß man auch nicht, je nachdem, wie da die Medis anschlagen. Ja, und derjenige, der Rechner hat gerade nochmal ein Update gemacht, dass gar nichts mehr geht, auch mit dem anderen Netzteil nicht. Also da muss man auch mal abwarten. Denke mal, das wird morgen auch nichts werden. Der muss sich erstmal gucken, was da genau kaputt ist und sich um Teile kümmern und so weiter. Na, hier wäre auf jeden Fall nochmal ein Spot, wo man hier auf jeden Fall so eine kleine Butze mal hinstellen könnte, wo man dann morgen sagen könnte, von hier aus gucken wir vielleicht weiter und versetzen vielleicht nochmal eine Bude irgendwie. Aber hier hätten wir ein bisschen Holz. Problem ist, wir haben auf jeden Fall da schon mal die beiden aktiv. Und das andere große Problem hier ist kein Stoffen. Das ist im Schnee und so. Deswegen will ich jetzt hier nochmal kurz raus. Werde mal gucken, dass ich nochmal ein bisschen Stoff kriege. Dass ich nochmal einen Schlafsack machen kann und dann für eventuell vielleicht nochmal ein bisschen Stoff, dass wir uns auch einen Bogen machen könnten. Aber gut, Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Ja, ich weiß, ist jetzt hier nicht so aufregend. Ja, ich muss auch mal gucken, was ich euch von den Folgen, die ich jetzt hier am Anfang mit Kartenaufklärung mache, was ich euch davon zeige und was nicht. Schauen wir mal. In diesem Sinne bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.